Mesdames, Messieurs, bonsoir. Liebe Seisler, hallo miteinander. On m'a demandé de faire ça en allemand. Darum machen wir das jetzt so auf Deutsch. Mein Name ist Hannes Gassert und was ich mache, sind Rollbretter mit Raketenantrieb. Das gilt natürlich nur im übertragenen Sinne, weil die Rollbretter, mit denen ich arbeite, sind neue Ideen, sind neue, coole, junge Ideen, die mich ergreifen und die ich dann nehme und versuche, genau solche Raketen eben anzumontieren. Da wird dann manchmal ein Unternehmen daraus, manchmal wird ein Verein daraus, manchmal nur ein einzelner Anlass. Aber es ist immer diese Idee, etwas Neues nehmen und es beschleunigen, so schnell und hart, wie es geht, um wirklich die neuen Ideen rauszubringen ins Leben. Die Idee, über die ich heute sprechen will, und dafür ist TED ja da, Ideas Worth Spreading, die Idee, über die ich heute sprechen will, die geht, wie wir es eigentlich schon in der Einführung gehört haben, die geht lange zurück. Und ich muss deswegen ein bisschen weit ausholen. Und zwar bis zurück ins dunkle Mittelalter. Das waren damals harte Zeiten. Wir sind jetzt hier im Jahr 1150 und gerade für die Landbevölkerung war es hart. Die meisten waren Selbstversorger. Es ging gerade so einigermaßen auf mit den Ziegen, mit dem bisschen Ackerbau, mit dem Holz, das man aus dem Wald holte. Und dann das bisschen, das übrig blieb, das ging dann natürlich an die Vögte, die Fürsten und die anderen, die einen Zins, einen Zehnten, Schutzgeld kann man auch sagen, abgezogen haben, sodass am Ende für die Leute auf dem Land kaum mehr etwas blieb. 1150. Und es wurde schlimmer, weil 1300, was passierte, es kam, und das glaube ich muss man auch in Fribourg so sagen, es kamen die Klöster. Und die Klöster, was waren die? Die waren eigentlich die ersten landwirtschaftlichen Großbetriebe, weil sie waren eigentlich die ersten, die dann gesagt haben, okay, lasst uns roden, lasst uns Flächen schaffen für großes Vieh, nicht mehr kleine Bauern mit ihren blöden Ziegen, lasst uns mal richtig Landwirtschaft machen. Und weil sie eben auch die Macht im Hintergrund hatten, ging das eigentlich ganz gut. Und die kleinen Bauern, für die hieß das vor allem weniger Platz. Weniger Möglichkeiten, um wirklich selbst etwas zu machen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es weiterging, nämlich vor genau 700 Jahren die Schlacht zu Morgarten. Die kleinen Bauern, wir sehen sie hier oben, die kleinen Bauern mit Baumstämmen, mit allem, mit den Hellebarden, mit dem bisschen, was sie hatten, haben sie das Kloster Einsiedeln geplündert und dann auch deren Schutzmacht zurückgetrieben und das war der Anfang der Schweiz. Die kleinen Bauern. Und dann ging es weiter. Es ging weiter, wo man gesagt hat, okay gut, wir müssen so oder so zusammenspannen, nicht nur um das Land zu verwalten, nicht nur um Platz zu haben für was wir machen, sondern auch in der Produktion. Wir können nicht sagen, okay, jeder macht seinen eigenen Käse und dann gibt es die Molkereigenossenschaften und die Talschaften und die Alpschaften und man hat das Gebiet zusammen bewirtschaftet. Hat produziert, Käse und so weiter. Und hat dann gesagt, okay, 1927, es muss weitergehen. Migros, die frischen Qualitäten, es muss weitergehen und hat gesagt, okay, nicht nur das Land müssen wir zusammen bewirtschaften, nicht nur die Produktion müssen wir zusammen, nein, wir müssen auch den Vertrieb in einer Genossenschaft zusammen organisieren. Okay. Damit fing es an, das ist sozusagen das Manual für diese ganze Geschichte, die Gebrauchsanleitung, nämlich die Darlehenskassenvereine in Verbindung mit Konsum, Verkaufs-, Winzer-, Molkerei-, Viehversicherungs- etc. Genossenschaften sowie den dazugehörigen Instruktionen als Mittel zur Abhilfe der Not der ländlichen Bevölkerung. Das war die nächste Bewegung. Das war 1866 und der Autor dieses,
dieser Gebrauchsanweisung hier war niemand Geringeres als Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Ihr kennt sie alle, die Raiffeisenbanken, und das Schöne, was er gesagt hat, immer wieder, was der Einzelne nicht vermag, das vermögen viele. Und diese Idee, dass wir nicht nur das Land und den Käse und das Holz und so weiter, sondern auch das Geld zusammen bewirtschaften wollen, über die möchte ich heute sprechen. Und da möchte ich einen Weg machen in die Zukunft, einen Weg zumindest mal nach heute, nach 2015. Und wenn wir so einen langen Weg da machen, dann von der Zukunft sprechen wollen, dann ist dieser einfache Landweg, der sieht dann plötzlich bald mal so aus, wie das ist, was ein selbstfahrender Traktor sieht, wenn er nach vorne rausschaut. Es gibt es, werden wir darauf zurückkommen. Und wenn wir diesen Weg nehmen wollen, nach heute in die Zukunft, dann kommen wir hier an, bei Crowdfunding. Crowdfunding ist eigentlich der nächste Schritt, auf den ich jetzt hierher geleitet habe. Crowd, das bedeutet die Menge, die Masse, also ihr seid eine Crowd beispielsweise. Und Funding, das bedeutet Geld auftreiben. Also Crowdfunding ist nichts anderes als zusammen Geld auftreiben. Ist die Idee, um für eine gute Idee zu realisieren, nicht zu einem zu gehen und nach viel Geld zu verlangen, nachzufragen, ah, lieber Banker, der du da hinter deinem schönen Schreibtisch sitzt, lieber reicher Onkel, kannst du mir nicht Geld geben für diese schöne Idee, sondern zu euch allen zu gehen, zu meinen Freunden und zu den Freunden von ihren Freunden und zu jedem von euch Einzelnen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich jetzt da mit meiner tollen Idee komme und sage, helft mir doch, wenn jeder von euch nur 100 Franken und ich verspreche euch dafür, ich gebe dann euch das und das zurück, wenn ich jetzt hier mit dem Hut durchgehe und jeder von euch muss noch etwas unterschreiben, dann wird es kompliziert. Dann kriegen wir das vielleicht irgendwie hin mit einem dicken Ordner und so weiter und einer schönen Kasse mit einem Schlüssel, aber eigentlich können wir so etwas nur machen, wenn wir es mit Technologie verbinden. Wenn wir es online machen, wo wir wirklich all diese Ordner und diese langen Listen und diese Kasse mit dem Schlüssel nicht mehr brauchen und effizient endlich zusammenlegen können für tolle Ideen. Und ich bin fest überzeugt, und davon will ich euch jetzt überzeugen, dass das eine Idee ist, die aus der Schweizer Landwirtschaft nicht mehr wegzudenken sein wird. Dafür nochmal einen kleinen Umweg. Weil Crowdfunding, das ist eigentlich etwas, das kommt wie so viele gute Ideen aus der Kultur. Ist ja nicht so, dass die guten Ideen vor allem nur von den großen Hochschulen kommen, von den technologischen, von denen wir gehört haben, sondern die Kultur ist sehr oft ein Innovationstreiber. Und so war es auch bei Crowdfunding. Vielleicht kennt ihr diese junge Frau Anna Rossinelli, die kennt man, die war für die Schweiz bei der Eurovision, hat gesungen für uns und was sie derzeit macht, die hat gesagt, okay, ich will ein nächstes Album aufnehmen und ich muss dafür mit meiner Band in die USA, ich muss neue Inspiration haben und das kostet natürlich Geld und ihr Label hat gesagt, ja, also du kannst hier ins Studio gehen, aber für die, also, wenn du in die USA willst, dann musst du selber schauen. Und zu einer Bank kann sie wahrscheinlich nicht gehen, weil das Album und Albumverkäufe, ihr wisst, wie das heutzutage ist, schwierig. Die Eltern hat sie wahrscheinlich auch schon, das ist wahrscheinlich auch schon vorbei. Was hat Anna gemacht? Sie geht zu ihren Fans. Sie geht zu ihren Fans, die alle darauf warten. Wann, Anna, wann kommt das nächste Album? Und sie geht zu den Fans und sagt, wenn ihr mir so viel Geld gebt, 50.000 Franken braucht sie. Wenn ihr mir so viel Geld gebt, dann kann ich das machen und dann kann ich für euch das neue Album machen. Und wenn ihr mir 30 Franken gebt, kriegt ihr das Album unterschrieben. Und wenn ihr mir 200 Franken gebt, dann kriegt ihr eine Gesangsstunde von mir. Und wenn ihr mir 500 Franken gebt und so weiter, bis zu, ihr seid Backstage bei der Plattentaufe und so weiter. Und 50.000 Franken sucht sie. Ich habe gerade vorhin nachgeguckt. Sie ist bei 49.600. Ihr könnt Anna also noch helfen.
Und von dieser, aus der Kultur heraus, ging es dann weiter zu anderen, naja, hippen und neuen Communities. Und die gibt es natürlich vor allem auch in den USA. Hier haben wir Urban Gardeners in Philadelphia. Und das war eigentlich so der erste Schritt. Der Übergang zu, lasst uns doch etwas pflanzen und lasst uns doch aber doch gemeinsam finanzieren. Genauso wie Anna es gemacht hat mit ihrem Album. Was ist das? Das wurde aufgenommen aus der Perspektive einer Kuhglocke. Also seht ihr, also das ist Frieda und das ist Rocky, der Hund. Und das ist ein Projekt, das heißt Cowcam. Und Cowcam ist ein Projekt, da haben sie 7 Jahre lang genau das gemacht. Sie haben automatische Fotoapparate in Kuhglocken reinmontiert, diese auf in der Schweiz verteilt, um die Welt aus der Perspektive der Kuh zu sehen. Und es gab Bilder wirklich, die, das ist jetzt ein ziemlich, da geht es um Arbeit, oder? Da wird gemolken. Aber es gab Bilder, die waren wirklich von bestechender Schönheit und von einer Perspektive, die man so noch nicht gesehen hatte. Die haben es online getan und sie haben, die Leute kamen auf die Webseite und sagen, ach, ich bin so gerührt, ich lebe in New York und die Schweiz und das ist genau wie es, ist genau wie die Schweiz ist. Mach doch ein Buch. Ein Buch, wir können nicht ein Buch finanzieren und das jetzt drucken und ein Fotoband ist ja so teuer. Was haben sie gemacht? Ein Crowdfunding. Sind hingegangen und haben gesagt, okay, für die Produktion des Buches brauchen wir 15.000 Franken. Was haben sie gekriegt? 25. Weiter dann in die echte Landwirtschaft. Und ihr seht, wir sind da so an dem Übergang zwischen Bauer und Hipster. Da sind wir in Berlin. Und in Berlin, das ist ein Projekt, das ist ein aquaponisches Projekt. Das ist ein geschlossener Kreislauf aus Fischen, die da irgendwo in Tanks sind, und Pflanzen. Und die Pflanzen reinigen das Wasser für die Fische und die Ausscheidungen der Fische werden wiederum Nährstoffe für die Pflanzen. Und das ist mitten in Berlin. Das steht da jetzt und das ist eigentlich auch eine verrückte Idee. Da gibt es jetzt Gemüse und da gibt es Fische und da kann man essen, Salat, Tomaten und so weiter. Aber wer gibt Geld für sowas? Geht zur Bank und fragt, ja, ich will auf einem Haustag mitten in Berlin. Was haben sie gemacht? Ein Crowdfunding und haben gesagt, hey, im ersten Jahr, wenn ihr uns finanziert, ihr könnt zu uns kommen und Tomaten haben. Ihr könnt zu uns kommen und essen im Restaurant, das gleich gegenüber ist. Ihr könnt zu uns kommen, uns finanzieren und dann Teil sein von diesem Experiment. Was haben sie gemacht? Ein Crowdfunding. Was haben sie bekommen? 20.000 Euro. Birchhof aus dem Aargau ist ein weiteres Beispiel. Mir läuft die Zeit davon, aber was machen die hier? Die machen einen Permakulturbauernhof. Das ist ein Projekt, die suchen derzeit noch genau Geld. Und sie brauchen 24.000. Sie haben schon 6. Helft ihnen. Oder diese hier, das ist der selbstfahrende Traktor übrigens. Ist tatsächlich aus Österreich und anscheinend braucht man das da in der Schweiz. Ich stelle mir das schwierig vor, die Berge so hoch und wieder runter und der Traktor fährt von allein. Auch das eine verrückte Idee. Was haben sie gemacht? Ein Crowdfunding und haben gesagt, hey, nein, uns geht es nicht darum, dass ihr uns Geld gebt und ihr dürft dafür den Traktor fahren. Ist ja nicht, genau nicht die Idee, dass man den Traktor fährt. Sie haben auch nicht gesagt, okay, ihr kriegt dann irgendwie Gemüse oder irgendwas, sondern sie haben gesagt, wir gründen eine Firma, wir lassen euch alle euch daran beteiligen und wir geben euch Rendite. Sie haben zusammengekriegt ein paar hundert Leute, sie haben gesucht 60.000 Euro, sie haben gekriegt 80. Und die bauen jetzt tatsächlich diesen Traktor. Aber um genau solche Geschichten von Innovation und technologischem Fortschritt und so weiter geht es eigentlich mir genau nicht. Mir geht es um dort die Situation, wo eine gute Sache, eine gute Idee und ein Produkt, das ich haben will, morgen zusammenkommen. Weil dann kann etwas Magisches passieren, so wie hier.
Das ist Jörg und das ist sein Wollschwein. Die beiden sind in Lawin. Jörg macht die höchstgelegenen Artischocken Europas im Engadin. Jörg macht Käse und Jörg hat eine Familie und einen Bauernhof und ein Wollschwein. Das, wo sie und Jörg musste seinen Bauernhof kaufen. Jörg hat ihn gepachtet und der Eigentümer hat gesagt, so, jetzt reicht es, du musst ihn jetzt kaufen oder sonst kauft ihn jemand anders. Aber Jörg hatte das Geld nicht. Jörg ging online. Jörg fragte um das Geld. Jörg sagte, okay, ich gebe alles, was ich habe, mit dem Käse, Würste, Kälberpatenschaften, übernachten bei mir im Heu. Was immer ich machen kann, dass euch da draußen im Internet, dass meine Freunde und die Freunde von ihren Freunden teilmacht von der Idee, gemeinsam diesen Bauernhof zu kaufen, ich mache es. Jörg hat heute einen Bauernhof, seinen eigenen. Oder diese beiden in Skål, sie brauchen eine neue Mähmaschine, weil da hinten wird es zu steil und sie wollen eigentlich umsteigen von dem Wirtschaften der Ziegen auf viel mehr Gemüse, aber sie brauchen echt diese Mähmaschine und der Hof, so karg wie er ist, der gibt es nicht her, diese 30.000 Franken in eine neue Mähmaschine zu stecken. Sie sind jetzt daran und suchen dieses Geld und sie machen wirklich alles. Er schmiedet sogar noch zusätzliche Dekorationen und Glocken und so weiter. Er ist seines eigenen Glückes Schmied und braucht echt dieses Geld für die Mähmaschine. Er sucht es jetzt. Ihr könnt dabei sein. Ihr könnt diesen Hof Tanta Dossa in Skål, ihr könnt da ein Teil davon werden. Was alle diese Geschichten gemeinsam haben, ist, sie finden statt auf wemakeit.ch, der Crowdfunding-Plattform für die Schweiz. Aber da ich eigentlich nicht von dem Produkt sprechen will, sondern von der schönen Idee, zurück zum Skateboard mit Raketenantrieb. Ich bin fest überzeugt, dass genau diese Geschichte, diese Leidenschaft, die hier drin steckt, die Technologie, die dahinter steht und das Gemeinsame eben die Lösung ist. Denn gemeinsam fliegen ist wirklich wunderschön. Ganz herzlichen Dank.